Ganz genau. Und dafür werde ich den Raum hier vergrößern, denn das reicht mir nicht an Platz. Ich werde sowieso nochmal alles umsortieren. Ich werde mir nochmal ein richtig schönes Lagerchen daraus bauen. Und wenn ich den ganzen Raum dann noch vergrößern muss, das mache ich alles. Man kann dieses Sortiersystem ja später unterirdisch versetzen. Das ist ja alles kein Problem. Das kann ich ja dafür schon machen. So, da hätten wir dann die Lava-Fabrik. Ja, und ich wollte mich gerade um den Enigmatic Dimono kaufen, aber da brauchen wir, wie es scheint, Invar. Invar macht man aus Eisen und Ferros, ne? Guck jetzt gerade nach. Gemischte Invar Blend. Privileged Eisen und Ferros. Geht aber, glaube ich, auch mit. Ah, Ferros. Das müssen wir ja irgendwo haben. Aber wir haben doch bestimmt... Habe ich. Ich habe jetzt das Deck mal rausgenommen. Okay, dann kümmerst du dich darum und ich mache so ein Fluidukt so lange, ne? Ja, und... Das war's, ne? Nein, wir brauchen noch eine ein Leadstone-Kabel. Okay, aber Fluidukt trotzdem. Ja. Was ist der Unterschied zwischen Fluidukt und Fluidukt Opak? Fluidukt Opak ist etwas, glaube ich, so etwas besser, aber mit Fluidukt kann man es auch machen. Okay, dann mache ich erstmal normales. Ich will es jetzt nicht übertreiben, weil allein dafür brauchen wir schon gehärtetes Glas und dafür brauchen wir einen Induktionsschmelzer und den muss ich auch erstmal wieder bauen. Und also einen Unduk habe ich geschrieben. Ich dachte mal, schreibt mal mit K, aber ist jetzt so scheißegal. Und dafür brauchen wir auch Invar, natürlich. Machen wir gleich ein bisschen Invar mehr. Ja, ich mach gerade. Die Lava-Fabrik habe ich mal rausgeholt. So, dann hau ich hier mal das rein und Eisen und dann, Glas. Ja. Gut, dass ich genug Glas gemacht habe. Ich habe extra ein bisschen vorproduziert. Weil wie du gemerkt hast, bestimmt haben wir hier nirgendwo eine Wüste in der Nähe. Da muss man erst 30.000 Kilometer laufen für. Hast du irgendwo Buckets? Wir brauchen nämlich Wasser im Pulverizer. Ja, der ist fast alle. Geb dir sofort einen. Sobald ich das hier gemacht habe. So, weißt du was? Ich finde den gar nicht. Ich habe noch Iron. Ich hätte das jetzt gerade auch einen neuen gemacht, aber noch so ein bisschen Iron im Inventar. Ja, dann mach du das. Ich bin zu faul. Ja, mach dir gleich mal drei. Achso, nee, sah gerade komisch aus. So, Kupfer brauche ich, das ist kein Problem. Mach mir auch mal einen Eimer mit gleich. Dann schmeiß ich den hinzu. So, hab schon. Ah, jetzt habe ich zwei. Nee, geil. So. Ja, dann kannst du dich um Wasser kümmern, komme ich um den Pulverize-Zeug weiter. Ja, das kann man tun. Dann fülle ich das mal nach. Dann kommt hier so lange Wasser rein, bis er nicht mehr will. Er will nicht mehr. Dann kriegt er auch noch Wasser, bis er nicht mehr will. Trotzdem fließt, kriegt er keine Power gerade. Ja, Gerät. Der Schalter muss ja auch hoch zeigen. Lol. Ja, da steht ja State Off dran, deswegen habe ich... Warte, das haben wir gleich. Mal schauen. Strom ist an, mal gucken, ist überhaupt Kohle drin? Nee, ist auch keine Kohle drin. Das ist ja auch kein Unterschied. Das ist ja auch kein Wunder. Ja, und ich brauche jetzt meistens nochmal... Füllen wir dann... Müssten wir, glaube ich, genug haben. Dann habe ich von... Habe ich 10 Ferrous-Teile... Oder 20 und 10... Fürs Eisen habe ich 10 Invar. Aber mehr. Nee, machen wir mehr. Gesundheit. Ja, das war mein kleiner Bruder. Hau da doch nicht so viel rein. So viel brauchen wir doch gar nicht. Jetzt haben wir mal 5 weiter, das wird 10er. Ich weiß nicht, ob 10 reichen. Irgendwie will er gerade nicht. Ja.
Ich nehme mal raus, vielleicht lassen wir es dann mal ein bisschen aufladen. Jetzt lädt er sich auf, jetzt kann ich auch wieder reinpacken. Ich habe das Redstone-Signal mal ausgemacht. Stumpf irgendwie. Ja. Nee, Hauptsache es funktioniert. Aber das ist irgendwie geil. Ich komme zu dir, sofort. Neuerung, Neuerung, Neuerung. Joa. Kannst ja produktive Folgen nennen. So, Gummibaumholz haben wir auch noch ein bisschen. Kann ich mir dann auch gleich mal... Sag jetzt nicht, ob es falsch rum gemacht. Ich glaube, du hast es falsch rum gemacht. Sag jetzt. Ich sag extra, sag jetzt nein. Warte. Ja, ich muss Eisen. Ich muss Eisen. Mehr Eisen, ja. Ich packe gleich mal hier in den Ofen rein. Zwei kann ich mir nämlich dann schon mal schnappen. Ja, wir machen jetzt gerade 15 Stück, aber ich muss noch ein bisschen. Noch so ein bisschen mit Iron fertig, so noch ein bisschen haben. Dann mache ich nämlich mal eben ganz kurz, das packe ich mal hier rein. Dann mache ich nämlich mal eben ganz kurz, Kupfer darüber, Invar. Also, Invar, Kupfer müssen wir hier irgendwo haben. Und dann kommt das und das und der eine Eimer. Und schon haben wir einen Induktionsschmelzer. Das Dumme ist, ich habe einfach noch nicht genug Anlagenzeugs hier. Ich müsste erstmal so ein, so, ich müsste auch mal ein Stromterminal bauen und so weiter. Ja, deswegen habe ich auch jetzt noch nicht mit den Arbeitern machen können, weil ohne Stromversorgung kann man es nicht machen. Ja, sobald die Sachen fertig sind, da kann man ja einen Platz raussuchen, wo man es aufbaut, dann hast du eigentlich unendlich Energie. Ganz genau. Und dafür werde ich den Raum hier vergrößern, denn das reicht mir nicht an Platz. Und das ist auch schon mal ein Tipp anbei, du kannst mit Ölfabrikator das gleiche machen. Das sind Ölfabrikator unendlich Öl raus machen mit Öl, irgendwie Ölpump, wo man Öl mit Ölenergie machen kann, kannst auch machen. Okay, gut zu wissen. Dann werde ich hier mal den Raum vergrößern, und zwar hier so in die Richtung. Dann machen wir das so, dass hier theoretisch dieser Anhang da wäre. Und dann hauen wir uns hier das Ding hin. Ach nee, ich muss... Oh. Muss ich theoretisch noch einen machen. Mit dem verkackten Ding. Oder ich sage... Ich sage einfach... Wir hauen... Hier die Platten ran, da die Kabel, Rakete kommt hier unten rein, das kommt hier rein, das sind meine Werkzeuge, die ich dann später brauche. Noch irgendwas, was da reingehört? Ich glaube, das war alles. So, dann fällt das nicht mehr so doll auf, der Fusch am Bau. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Gut. Also die Energy-Teile, das Energy habe ich schon gemacht und muss mir jetzt nur noch kurz die Magmatic Engine machen. Und da komme ich jetzt auch gerade noch schon drum. Magmatic. So, okay. Dann muss ich hier die Decke auch noch aufreißen. Ich weiß gar nicht, inwieweit ich das machen kann hier. Ach doch, da sieht man's. Dann machen wir uns nämlich hier das Ding so lang. Schöne Weg schön lang. Das Weg schön. So können
könnte das nämlich auch ein bisschen schön aussehen. Ach ja, habe ich schon jetzt erwähnt, dass ich mein Schema fertig habe für den totalen Krieg? Nein, hast du noch nicht. Ich glaube, das war Bio, dem ich das gesagt habe. Aber jetzt weiß ich es auch. Ja, ist ein schönes Schema. Ich könnte es dir sagen, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon jemandem anvertrauen möchte. Ah. Nicht, dass du nachher mit Johnny zusammenarbeitest. Ich bin nur mit ihm im Antwerp-Projekt drin und ich bin durch ihn auf den Server gekommen. Nein, ich arbeite nicht mit ihm zusammen. Weil das ist echt ein geiles Schema. Ich habe echt Bomben angepasst, so wie sie am besten, wie sie gut nutzbar sind. Also so richtig dafür, wo sie gut sind, habe ich sie auch wirklich sehr gut eingesetzt. Am besten, man guckt einfach das Let's Play, dann weiß man auch Bescheid. Hast du Essen dabei? Weil ich bin gerade so voll hochzulaufen. Oh ja, ich gebe dir ein bisschen was. Ich würde auch ganz gerne mal so machen, dass ich mein Inventar ein bisschen leere und gebe dir dann mal gleich einen Apfel zu. Verdammt, ich hätte dir mal... Ach, egal. Du warte, gibst mir meinen Apfel. Gib mir nochmal die Steaks wieder. Gib mir nochmal die Steaks wieder. Den Apfel habe ich dir geschenkt. Das ist ein anderer. Okay. Den Apfel, den du mir geschenkt hast, den habe ich gegessen. Warte hier, du kriegst gebratenes Schweinefleisch. Weil dann renne ich nämlich nicht mit zwei Sachen rum, sondern nur mit einer. Du kannst sogar Juice machen, wenn du jetzt Antigene hast. Okay. Also Apfelsaft. Cool. Aber das erinnert mich ein bisschen an Forestry. Aber mit Antigen, kenne ich mich nicht aus. Ich kann nur gute Gene. Da werde ich mir schon noch Informanten besorgen. Keine Sorge. Also, ich kann dir erstmal gute Gene verschaffen. Okay. Gute Gene. Zum Beispiel mein Gen. Zum Beispiel, dass du fliegen kannst, als wärst du im Game Mode 1. Du kannst in Lava überleben. Keep Inventory, auch wenn die Regel nicht an wäre. Gras essen, wenn du nicht Essen dabei hast und zuvor bis nach Hause zu gehen, kannst du die normalen Grasblöcke essen wie ein Schaf. Das ist ja mal geil. Ja, das ist halt der geile Mod. Kann ich dann auch Feuerbälle abwerfen? Ja, so. Das kannst du auch. Du kannst auch explodieren. Wie nice ist das denn bitte? Verstehe ich nicht. Achso, und ich wollte die ganze Zeit immer noch Fragen beantworten, ich Idiot. Was haben wir denn da noch so? Nicht, dass sich hier jemand beschwert in der letzten Folge. Wieso hast du das nicht weitergemacht, du Penner? Hätte Nils heute vorlesen sollen. So. Kannst du eine neue, interessante Homepage empfehlen? Ich habe dir geantwortet, minecraftteam.jimdo.com, aber das ist ja nun wirklich Schnee von gestern. Denn die Tage kommt, MultiDemonHunter.de online. Zumindest die erste Version, die wird noch eine Weile in Arbeit sein, die Seite. Großes Dankeschön an Mika. Der hat leider keinen YouTube-Kanal, sonst hätte ich den stark gepusht, gesupportet und was weiß ich, was man alles tun kann. Aber du kannst ihn ja auf dem Server halt noch einen höheren Rang erteilen. Das kann ich natürlich machen, aber das ist nicht dieser Mika Rode, das ist ein anderer Mika. Ich kenne viele Mikas. Ja, aber sonst hätte ich jetzt gedacht, das ist Mika Rode gemeint, weil dann hätte ich jetzt gesagt, oh, der Koop ist so geil. Aber trotzdem, nee, du kannst ja das Mika trotzdem einen Rang auf dem Server teilen. Hat er denn noch keinen? Oder wieso meinst du das? Ich weiß es nicht. Also wir hatten ja öfter das Problem, dass plötzlich die Packs-Rechte nicht mehr gestimmt haben. Und also er hatte die Rechte, aber konnte nichts machen. Ja, das hatten wir auch einmal gestern. Da hilft einfach nur Rejoin. Ich weiß noch nicht, was das ist. Könnte ein Plugin-Fail sein. Also hier, wie heißt Plugin-Error. Mhm. Wir updaten einfach nochmal alles ein bisschen, wenn neue Versionen rauskommen und dann gucken wir mal, ob das besser wird. So, nächste Frage. Wie beeinflusst das Internet dein Leben? Täglich. Also von der Zeit her täglich, auf alle Fälle. Wie beeinflusst das mein Leben? Ne? Ich habe viele neue Leute kennengelernt. Gute Leute, schlechte Leute, sexy Leute. Gute Community. Eine sehr gute Community. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an alle. Auch an dich, Nils. Du bist ein Teil der Community. Ja, ich war nur ein kleiner, aber du bist ein Teil der Community. Ja, ich war auch schon fast einer der ersten, die unter deinen Leuten geweilt haben. Ja. Ich habe letztens, verdammt, wenn ich den Namen jetzt wüsste. Bild gepostet mit den ersten 200 Leuten, die dich mal... Ja gut, ich weiß gar nicht, warum ich das Bild...
Das ist ein alter Facebook-Post, den ich rausgekramt habe. Ja, den habe ich gesehen bei dir. Weil da habe ich mich wirklich bei allen 100 bedankt. Also bei 100, bei 200, bei 300, da war ich dann richtig glücklich drüber. Heute freue ich mich dann happy erstmal, wenn es 1000 mehr sind. Und vielleicht wird es auch eines Tages so sein, dass ich mich erst freue, wenn 10.000 mehr sind oder ja, immer also eine Stufe höher. Spätestens, wenn er die Million erreicht hat, wird er richtig austicken. Dann gebe ich aber erst meinen aus, ne? Dann, ja, jetzt, ich wundere mich, wenn ich mal kurz ausfällt, ob ich von dir auch ein paar Skins mehr abzwacken kann. Ich muss mal kurz aufpassen, ich schmeiß dir Ferris zu, wenn du Platz hast. Ich bin ganz voll. Ja, weil ich probiere gerade aus, ob ich dir... Nee. Aber ich will mal dich haben als Verwandlung. Kann ich dir einen Hotdog haben? Ja, wenn ich ihn dir geben kann, kriegst du ihn gerne. Gib mir irgendwann ein Schwert oder zieh die Rüstung aus. Das dauert schon zu lange. Willst du mich töten oder was? Ja, ich will dich haben. Du ziehst mir fast gar nichts damit. Ja, deswegen zieh mal Rüstung ab. Hier, das krieg... Warte. Jetzt gibt's einen Schwengel. Nimm das und das hier, aber das will ich wieder haben. Ja, ich habe jetzt gerade Inventar fast voll. Ich muss gerade... Waffe. So, 9. Alter, das zieht 3 Herzen. Mach mal einen Headshot. Ich glaube, das zieht mehr. Nee. Ich habe eine sehr gute Rüstung, das ist alles. Du hast dich in mich verwandelt. Bist du jetzt glücklich? Da steht so dein Name drüber. Warte, das will mich mal anglotzen. Also wirklich, wenn ich im Crit, also... Hey, das ist Multi-Demon Hunter! Hey, ich liebe dich. So, jetzt muss ich selber erstmal gucken, dass ich Platz krieg, so. Ich muss mal eben ausleeren hier, sonst drehe ich hier nachher noch durch. Erze. Aber wirklich, siehst du auch, dass der Name von dir drüber steht? Oder siehst du meinen Namen drüber stehen? Nee, da steht Multi-Demon Hunt. Finde ich richtig nice. Und jetzt kommt er gleich wieder, dein anderer Lieblings-YouTuber. Der andere? Ach, der ist cool. German Let's Play. Das wäre, glaube ich, wenn ich so witzig wie als Spaß sagen würde, ich bin German Let's Play 2. So, jetzt auf Head. Wie kann ich den Head geben? Weil dann schenke ich den gerne den Head. Hot da. Geh ich mal hier unten rein. Dann weg, das weg. Nee, ein paar behalte ich mal. Induktionsherd. Oh, den kann ich jetzt setzen, den Induktionsherd. Ich wollte schon die ganze Zeit... Moment. Eins nach dem anderen. Ich wollte gucken, wofür brauchte ich das denn? Für ein Fluidukt, genau. Und ich wollte mit dir gerade Heads tauschen. Ja, Moment. Ja, klar, ich mach auch. Gehärtetes Glas. Pulverisiertes Obsidian. Und ich habe ein Obsidian zu wenig. Na toll. Ich muss nochmal ein Obsidian holen gehen. Mhm. Oh nee, wie konntest du erst Heads tauschen? Ja, ich habe auf H geklickt und dann, Ach, ich habe ja immer diesen Behindertenkopf auf. Ja, ich will mit dir irgendwie... Du musst den Trade irgendwie mit annehmen. Accept, du musst bei auf H Accept machen, dann können wir Güte tauschen. Accept, mal gucken. Accept Trade. So, deine Hüte. Ja, und jetzt... Was willst du denn haben? Was hast du denn für Hüte? Warte, was hast du... Wenn Katzenhut, ich denn sehen würde... Ein Torpedo, ganz viele Mini-Dinger, weiß nicht, was hast das du ist. Hast du One-Man-Army? Wie sieht das aus? Torpedo auf dem Kopf ist das. Ja. Roter Torpedo ist das. Das heißt Davy D3, aber es sieht so aus. Ja, eigentlich heißt... Eins heißt auch One-Man-Army. Ja, ist ein anderer, aber nehme ich auch gerade an. Guck mal an. Ja, den nehme ich. Ich glaube, jetzt musst du noch... ich bin not ready to trade. So, jetzt ready to trade. Jetzt bin ich bereit. Make a trade. Okay. Jetzt muss ich deinen haben und du hast meinen. Und du hast mir jetzt... Warte, was hast du mir gegeben? Den Hotdog. Den Hotdog.
Mal schauen. Muss ja bei H irgendwo sein, ne? Jo.